Hi, hier ist wieder Pam von der Brettspielgarde und heute habe ich die Anna von Kosmos hier am Start. Hallo Anna. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, viele von euch kennen vielleicht die Anna noch gar nicht. Deswegen sag doch vielleicht mal ganz kurz, was zu dir, was machst du bei Kosmos? Genau, sehr gerne. Ich bin im Kosmos PR-Team für die Brettspiele zuständig. Und zwar eigentlich auch schon seit 2021, aber irgendwie habe ich damit gerade so in den Corona-Jahren angefangen, dass man von mir Ja. eigentlich noch gar nichts mitbekommen hat. Genau, das ist meine Aufgabe. Ich habe bei Kosmos als Werkstudentin und Volontärin angefangen und mache Ja. jetzt die Brettspiel-PR. Ja, super. Und wir wollen natürlich heute auch über die Brettspielneuheiten reden, die ihr auf der Spielmesse dabei habt. Vielleicht ganz kurz, wie baut ihr euren Stand auf und wo seid ihr zu finden? Also, wir sind wahrscheinlich, bekommst du diese Antwort von sehr vielen. Wir sind in diesem Jahr woanders. Ja, genau. Und zwar nicht mehr in Halle 3 wie sonst, sondern in Halle 6, in diesem Ja. Familienspielbereich. Und da haben wir die Stände C300, B400 und B401. Es ist quasi, wenn ihr von Halle 7 reinkommt, den Ja. linken Eingang, dann lauft ihr direkt auf uns zu und es sind Ah, so okay. drei Stände in einem Dreieck. Da Heißt, findet ihr kann gar uns. nicht an euch vorbeikommen. Genau. Sperre, nein, erst Kosmos. Genau, erstmal Kosmos. Wir sind auch wieder so groß wie die letzten Jahre, nur halt eben jetzt woanders und so noch getrennt, mit so Ja. Fluchtwegen. Und ihr habt das Ganze aufgebaut. Bei euch kann man auch immer was spielen, ne? Man kann was austesten. Genau, wir werden voraussichtlich zwei Bereiche mit Spieletischen haben und dann halt den dritten Bereich für den Shop. Ah ja, okay, das ist. Katan-Theke haben wir auch wieder mit dabei, also im Grunde, wie Ja, ihr es gewohnt seid. genau. Das heißt, man muss eigentlich nur Halle 3 ausblenden und durch Halle 6. Einfach Halle 6, einfach Halle 6. Genau. Das kriegen wir wohl hin, denke ich mal. Ja, super. Und natürlich habt ihr auch Brettspiel-Neuheiten dabei. Darum geht es ja heute. Was ja, habt ihr denn mit? Ja, wir haben einerseits dabei ein neues Spiel von Michael Menzel, und zwar weder Andor noch Robin Hood, sondern Drachenhüter. Das ist ein Familienspiel und es ist auch Michas erstes Spiel, was nicht kooperativ ist und auch nicht storybasiert. Also es funktioniert wirklich über Mechanik. Es Ja. geht um Drachen und die Aufgabe ist, man hütet Drachen, also sammelt die quasi bei sich. Und alles basiert auf einem magischen Buch, was in der Mitte liegt. Es besteht aus zwei Kartenstapel. Ja, Die okay. Kartenstapel geben an, welche Drachen und wie viele Drachen man hüten slash sammeln kann. Und der Clou ist eigentlich, dass man dieses Buch manipulieren kann. Man muss nämlich Karten nehmen und in die Auslage legen. Oder man gibt Karten quasi zurück und legt sie aufs Buch und dann ändert sich quasi die Anzahl und Ja. die Farbe der Drachen, die man hüten kann. Und so kann man das quasi verzaubern. Und es ist auch wirklich, wirklich Aha. ein schönes Ja. Familienspiel ab 8 Jahren und, wie wir es gewohnt sind, von Micha Menzel illustriert. Also ich habe bei meiner ersten Runde sehr viel Zeit damit verbracht, mir einfach diese ganzen kleinen Drachen anzugucken, weil die Ja, wirklich wieder cool. sehr schön von ihm illustriert wurden. Ja, cool. Ich glaube, erst war ich so gerade so ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich liebe ich ja gerade so dieses kooperative Storytelling. Aber wo du dann erzählt hast, um was es geht, dachte ich so, ja, klingt auch cool. Ich würde sagen, probiert es auf jeden Fall mal aus. Im Ja. Moment hier seht ihr es schon, hier den Ja. Drachen auch. Ja, schön. Ja, wir werden auch noch ein bisschen Bilder einblenden, dann könnt ihr noch ein bisschen besser drauf schauen. Ja, aber klingt auf jeden Fall auch sehr cool. Das ist schon gut wie, ja, so gut wie in der Tasche, würde ich Ich sagen. freue mich drauf, auf die Reaktion auch von euch. Ja, schön. Was habt ihr noch? Genau, wenn wir im Familienspielbereich weitergehen, haben wir diesem Jahr Nunatak. So wird eine Eispyramide bezeichnet. Das wusste ich Okay. vorher auch noch nicht. Ja. Und die baut man eben. Nur baut man die nicht kooperativ, sondern man spielt dabei gegeneinander. Man baut gemeinsam diese dreidimensionale Pyramide auf. Ja. Und es ist eben so, dass wenn du eine deiner Säulen setzt, sammelst du Karten, die später auf unterschiedliche Weise gewertet werden. Das ist die eine Seite, wie du Ja. Punkte gewinnen kannst. Und der andere Teil ist eben, dass du auch anteilig für deinen Anteil an Säulen immer Punkte Ach so. bekommst auf dieser Fläche. Also wenn du in einem Quadrat drei Säulen platziert hast, bekommst du für dieses Quadrat die Mehrheit sozusagen. Ah, Und okay. so kannst du auch Punkte Ja. machen. Ist wirklich auch ein sehr schönes Familienspiel. Man kann da auch verschiedene Strategien fahren. Ich habe es zum Beispiel gleich direkt mit unserem Verlagsleiter getestet. Und der hat zum Beispiel am Anfang noch gar keine Punkte gemacht, während ich vorgeprescht bin. Und er Ja. hat dann halt später über diese Wertungskarten mich noch komplett eingeholt. Ah, Also okay. wirklich ganz spannend. Aber das finde ich gut, wenn das so ein bisschen ausgeglichen ist und man mit unseren Strategien auch dann ähnlich liegt quasi, ne? Ja, auf jeden Also Fall. ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn du irgendwie ein Spiel hast, wo gleich am Anfang schon bekannt ist, ja, oder gleich feststeht, der wird wahrscheinlich gewinnen oder diejenige, ne? Ja, das stimmt. Ja, klingt auch cool. Sehr schön.
Was hat Dann das? haben wir mit im Gepäck eine Neuauflage, und zwar Catan Sternenfahrer das Duell. Ah, Das okay. ist eine Neuauflage vom Catan Sternenschiff. Das gab es 2001 mal, ist auch schon Ja. über 20 Jahre her. Und zwar ist das ein Spiel für zwei, halt in der Welt von Catan Ja. Sternenfahrer. Wie gewohnt, Spiel für zwei ist ein Duell. Wer zuerst 10 Siegpunkte hat, gewinnt. Ja. Man gründet Kolonien und Handelsstätten in diesem Weltraum. Also man reist quasi mit seinem Schiff da durch. Man kann auch von Piraten angegriffen werden. Und im Grunde hast du im Spiel drei Phasen. Du hast die Produktionsphase, wo du klassisch hier deine Erträge auswürfelst. Du hast die Flugphase, wo du den Weltraum erkundest und verschiedene Aktionen ausführen kannst, wie Rohstoffe kaufen, Kolonien gründen und so weiter. Und da können dir eben auch Piraten begegnen, die du eventuell auch bekämpfen musst. Und dafür dient dir dann eben auch die letzte Phase, die Handels- und Bauphase. Da kannst du nämlich deine Handelsstationen ausbauen und auch dein Sternenschiff so ein bisschen aufmotzen mit Raketen und so weiter. Also wirklich ganz cool gemacht, wirklich ein sehr schönes Duell. Und neu dabei ist unter anderem, dass man die Wahl hat, steige ich direkt mit dem vollen Spiel ein, also quasi Ja. mit den vollen Regeln, oder spiele ich zuerst fünf Einstiegsmissionen, die dich so langsam auf Ah, das volle okay. Spiel Ja. vorbereiten. Ich wollte gerade fragen, ob es irgendwas anderes gibt. Ja, Genau. aber das finde ich gar nicht schlecht, auch gerade für Familien und so, damit man langsam so reinkommt, ne? Genau, und natürlich auch nochmal neu illustriert, alles aufgepeppt, Genau. frisch gemacht. Ja, schön. Das klingt doch auch schon mal gut. Vor allem, wir spielen ja auch jetzt viel zu zweit und so. Das finde ich dann. Ja, schön. Cool. Dann was Genau. noch? Dann kommt vielleicht der Elephant in the Room, und zwar die Weiße Burg. Auf die sind ja schon sehr viele scharf. Ja. Erscheint tatsächlich in Essen international, alles parallel. Ja. Der Hauptverlag ist ja unser Partner DeVir. Und in Essen launchen wir gemeinsam. Ach, Es cool. ist ein neues Eurogame von den Autoren von Die Rote Kathedrale, also von Lama Dice. Ja. Und es hat diesmal kein Russland-Setting, sondern ein Japan-Setting, spielt so im 18. Jahrhundert. Und man ringt eben mit seinem Familienclan um die Gunst des Fürsten. Ah, okay. Es ist im Grunde eine Mischung, würde ich sagen, aus Dice Placement, Worker Placement. Du hast aber auch Ressourcenmanagement mit dabei. Ah, okay. Ja. Und in Also deinem alle Dinge Zug. sind drei, ne? Genau. Ja, schön. Genau. Und in deinem Zug platzierst du eben Würfel auf dem Spielplan, mit denen du dann Aktionen ausführen kannst, beziehungsweise die bestimmen, welche Aktionen du auswählen kannst, die du ausführen möchtest. Du sammelst Ressourcen, und die kann man dann eben nutzen, um später deine Familienmitglieder in der Burg und in diesem Areal zu platzieren. Der Clou ist, du hast dafür 9 Spielzüge Zeit. Also du musst dir wirklich gut überlegen, was du wann machst. Du hast nicht einfach endlos Zeit, um dich auszuprobieren, sondern du musst wirklich auch gucken, dass du zu Potte kommst, sozusagen. Aber ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? Dass das ein bisschen Genau. gebunden ist dann Das quasi. macht es eben auch kurzweilig. Also man Ja. ist, glaube ich, so ungefähr nach einer Stunde fertig, eben Ah weil man ja. nur diese 9 Spielzüge Zeit hat. Außer natürlich, jemand überlegt sehr, sehr lang für seinen Zug. Ja. Das könnte ich vielleicht manchmal sein, aber. Da ist ja immer irgendwer dabei. Ja, aber klingt auf jeden Fall auch spannend. Ich bin da auch echt sehr neugierig drauf, gerade weil ich auch Rote Kathedrale echt sehr cool finde. Das war auch für mich so ein kleiner Überraschungshit, wo ich auch gar nicht so viel von erwartet hatte und dann echt dachte so, boah, hat es aber doch in sich so, ne? Und das klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Und dazu haben wir ja noch was Schönes für die Zuschauer heute, ne? Genau, ja. Ihr könnt nämlich heute ein Spiel ja, gewinnen. Und die Anna stellt jetzt hierzu eine Frage, dann könnt ihr wieder einen Kommentar schreiben und dann losen wir per Zufall wieder aus und dann wird euch das Spiel zugeschickt. Was möchtest du denn von den Zuschauern wissen? Genau, und zwar würde mich interessieren, Achtung, keine Marktforschung oder so, das interessiert mich persönlich, welche außergewöhnlichen Themen ihr euch mal für Spiele wünschen würdet, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Oh, das ist auch spannend. Ja. Da bin ich auch mal neugierig auf die ganzen Antworten. Also haut raus, ne? Und wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr dieses tolle Spiel gewinnen. Und ansonsten, wenn ihr mitmacht, ihr kennt das, dann akzeptiert ihr automatisch die Teilnahmebedingungen. Steht auch nochmal alles in der Videobeschreibung. Ja, dann vielen Dank, dass ihr dieses Spiel dann ja sponsort als Sehr gerne. Gewinn. Sehr schön. Und dann hast du aber bestimmt noch was, was ihr auf dem Ich Spiel habe habt. noch ein bisschen was dabei. Ja. Wir kommen jetzt vom eher größeren Brecher Weiße Burg hin zu was Kleinem, sehr Schnellem, was aber auch wirklich, wirklich schön ist, und zwar Heroes for Sale. Das ist ein Spiel für zwei, und es hat im Grunde so ein Trading Card Game Feeling. Ah, okay. Also dein Ziel ist, du möchtest die Stützpunkte der Konkurrenz mit Hilfe deiner Superhelden zerstören. Ja.
Und es ist aber eben so, dass du diese Superhelden nicht einfach verwenden und kämpfen lassen kannst, sondern du musst darum bieten, dass du sie verwenden kannst. Das Ah. heißt, wenn du sie Ja. von deiner Hand ablegen möchtest, bieten erstmal beide Personen auf diesen Superhelden. Es kann also auch sein, dass sie dann gegenüber den Helden einfach wegschnappen und du Ja, das kannst dann wollte ich überhaupt gerade nicht mehr sagen. mit dem angreifen, zum Beispiel. Ja. Und diese zwei Phasen hast du eben, diesen Angriff und das Bieten, und das macht es nochmal zu was echt Besonderem, weil die halt dein Gegenüber wirklich nochmal richtig in die Tour fahren kann. Wie entscheidet sich dann, wer die Karte bekommt? Wer dann mehr Wer mehr bietet, bietet. oder? Und dann Genau. jeder kann ein Gebot machen und dann quasi war's das. Genau, du sammelst im Laufe des Spiels Credit und den kannst du eben dafür ausgeben. Musst du Ah, halt auch überlegen, willst du jetzt für diesen Helden deinen Credit ausgeben oder wartest du okay. noch? Willst Ja. du vielleicht dein Gegenüber ein bisschen ärgern? Genau, ist Okay. echt ganz cool. Und dadurch, dass man eben ja, angreift, verteidigt und eben diese Helden hat, hat es wirklich auch so ein Trading-Card-Game-Feeling. Ja. Nee, das stimmt. Das kommt auch so ein bisschen so rüber. Ja, finde ich auf jeden Fall auch witzig mit einem interessanten Kniff dabei, ne? Also das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ist Das auch wirklich super klein. Warte mal, das ist hier ja. die Ach. Größe. Falsch rum. Das passt auch noch in unser Regal. Das ist gut. Das passt in jedes Regal, würde ich sagen. Oder zur Not auch in die Hosentasche. Ich wollte gerade sagen. Ja, schön. Das klingt auf jeden Fall auch spannend. Ja, habt ihr noch was? Ja, natürlich gibt es auch wieder Exit-Neuheiten. Und Mhm. diesmal haben wir ein besonderes Exit-Spiel, und zwar Exit der Gefängnisausbruch. Aha. Seit langem mal wieder ein Profispiel. Da warten ja extrem viele Ja. Leute drauf. Ja. Und zusätzlich zum Profi-Level hat es noch einen anderen kleinen Kniff, und zwar spielt man da in zwei Teams. Also man spielt, zwei bis Ah. vier Personen können es spielen. Entweder besteht ein Team aus einer Person oder aus zwei. Und da haben sich die Brands wieder neue tolle Rätsel Ach, einfallen cool. lassen. Ja, das klingt auf jeden Fall auch schön. Ich finde das auch cool, wenn man gerade so in Teams und sowas. Ich hatte das bei irgendeinem, ich glaube, beim Unlock das mal gesehen, dass man dann kurzzeitig aufgeteilt wurde. Das fand ich halt auch witzig, ne? Ja, das klingt auf jeden Fall auch spannend. Ja, da Sehr bin ich schön. super gespannt, wie es ankommt, und auch super gespannt, wie vor allem das Profi-Level wieder ankommt. Da hatten wir ja jetzt schon seit einer Weile keine mehr. Mit wie vielen Leuten kann man das spielen? Bis zu vier. Zu vier, okay. Ich habe mir gerade überlegt, weil wir hatten das bei unserem Junggesellenabschied, da haben wir jetzt quasi so ein Spiele-Marathon gemacht, Männer gegen Frauen. Und da hatten wir dann, hat dann jeder, jedes Team quasi, also die Männer haben ein Exit-Game bekommen und wir auch. Und dann haben wir geschaut, wer als erster fertig war. Ah, cool. Und Ja, so deswegen habe geht's ich gerade auch. überlegt, vielleicht kann man sowas auch noch machen für den nächsten Junggesellenabschied oder so. Natürlich Cool, haben sehr wir coole Frauen gewonnen, Idee. ist da, ne? Also von daher, ne? Sehr gut, ich bin stolz. Ich auch. Ja, schön. Ich finde auf jeden Fall auch cool. Und Hab da. dann haben wir haben auch noch eine zweite Exit-Neuheit, die Ja. vielleicht jetzt so für deine Zuschauer nicht ganz so interessant ist, außer sie haben vielleicht Leute im Bekanntenkreis, die gerne puzzeln, aber noch nicht Ah, so tief in ja. Brettspielen drin stecken. Und zwar haben wir jetzt Exit das Puzzle. Ah, okay. Das ist im Grunde ein 500-Teile-Puzzle und richtet sich eben an Leute, die gerne puzzeln und die mal so ein bisschen in dieses Rätsel, in diese Rätselwelt reinschnuppern wollen. Das heißt, man puzzelt und entdeckt dabei dann. Genau, man hat da dann auch eine atmosphärische Story mit Ja, dabei und eben auch cool. Rätsel, die auch aus der Feder von Inka und Markus und auch Ah. ihrer Tochter Emily Brand stammen. Da ist Ah, jetzt die okay. Emily auch mit dabei. Ach, das ist ja witzig. Ja, schön. Also ich kenne auf jeden Fall ein gutes befreundetes Pärchen, die werden das bestimmt gut finden. Liebe Sehr gut. Grüße. Also ich denke mal, und es gibt ja auch viele, die gern puzzeln und so. Ja, also von. Genau. Nur ist eben da die Schwierigkeit der Rätsel wirklich Einsteigerlevel. Also richtet sich eher an die Leute, die so aus dem Puzzle-Bereich kommen und Ja, vielleicht ja. mal in die Rätselwelt reinschnuppern wollen. Ja. Aber ist doch gut, es war vielleicht ein guter Einstieg dann auch, ne? Und dann haben sie Blut geleckt und dann geht's weiter, ne? Ja, das hoffen wir natürlich. Ja, schön. Sehr cool. Ihr habt auch immer unterschiedliche Spiele dabei. Das finde ich immer sehr schön. Habt ihr noch was? Sonst haben wir tatsächlich Sachen, die jetzt schon im September kommen. Und zwar einmal Cascadia Landmarks. Das kommt jetzt, glaube ich, Mitte September, vielleicht ein Ja. bisschen später. Ich habe gerade das genaue Datum nicht im Kopf. Das ist die Erweiterung für Cascadia. Schön. Was macht die? Cascadia Landmarks bringt mit Material für bis zu 6 Personen. Es gibt neue Wertungskarten und noch ein komplett neues Spielelement, und zwar eben die Landmarks, die Landmarken. Und es funktioniert so, dass wenn du ein Gebiet aus 5 Landschaftsplättchen abschließt, dann kannst du eine Wertungskarte auswählen, und wenn du die nochmal erfüllst, bekommst du am Ende mehr Punkte. Ah, okay. Also noch ein bisschen mehr Komplexität quasi, ne? Genau, ja. Für alle, Ja. die eben noch den Schritt weitergehen wollen, dann nach dem Grundspiel.
Ich finde es auch schön, dass man es dann zu sechs spielen kann, ne? Ja, finde Das ich ist auch. ja zu viert, meine ich, ne? Oder was? Ja, was? Genau. Ja, Ja, da genau. hatten wir auch echt viele Anfragen, Ja. ob denn noch eine Erweiterung kommt oder irgendwie Zusatzmaterial für 6 Personen oder so. Genau, Ja. das ist da jetzt enthalten. Ja, cool. Das finde ich auch schön. Ja, sehr schön. Und Cascada geht sowieso immer. Vor allem auch einfach dieses Material und die Tiere drauf. Und ja, ich liebe das. Sehr cool. Ja, mehr geht immer, ne? Auf jeden Fall, immer, immer. Genau. Habt ihr noch irgendwie was, was du empfehlen kannst? Wir haben, falls ihr Noobs mochtet, das war ja unser Ja. Frühjahrstitel, unser Kooperativer, dieses, ich würde schon fast sagen, Eventspiel, wo man eben gemeinsam als Gruppe die Aufgaben erfüllen muss. Da geht es jetzt weiter mit der Reihe und diesmal hat es ein Piratenthema. Also auch ganz cool, Ja. man ist ja so eine Piratencrew und erfüllt die Aufgaben. Ist wirklich wieder ganz witzig gemacht und auch so kurzweilig. Also wirklich super, so unter Freunden finde ich eigentlich auch. Da war ich auch echt überrascht. Kleine Anekdote von mir zu Hause. Wir spielen ja viel mit meinen Eltern. Und meine Mutter hat sich so anfangs so ein bisschen schwer getan, so mit der Art des Spielens. Aber das war nachher an dem Abend ihr Lieblingsspiel, ne? Und da hat sie mich echt gefragt, und ich bin Cool. gedacht, können wir es nochmal spielen? Oder was haben wir noch? Oder geht es da noch weiter? Und deswegen würde ich freuen, wenn ich jetzt sage, es gibt Neues. Sehr, sehr cool. Vielleicht ist sie auch Piratenfan nach dem Weltall. Ja, die mag Flug der Karibik auch, von daher alles gut. Sehr gut. Perfekt. Ja, da freue ich mich auch drauf, dass, ja, vor allem, weil es wirklich kurzweilig ist, ne? Aber es ist wirklich, ja, du machst halt gemeinsam was, das finde ich halt wirklich schön. Ja, finde ich auch. Ja, sehr cool. Und wie sieht das aus? Habt ihr irgendwelche Promos auch dabei? Gibt es irgendwie was Besonderes, wo du sagst, so, boah, das haben wir. Wir haben auf das Spiel auch wieder Promos dabei. Wir werden auch wieder Signierstunden haben. Die werden wir bei uns auf Instagram ankündigen, Ah auf ja. dem Cosmos Games Kanal. Das kommt dann Ja. auch in nächster Zeit. Promos haben wir auch, und zwar von der Weißen Burg werden wir eine Promo Ach haben. Und auch noch ein paar andere, von denen ich noch nicht weiß, ob ich die schon ankündigen darf. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ich bin auch sehr gespannt, wie unser Stand dieses Jahr aussieht. Auch so dekotechnisch. Da wird es auch natürlich Gewinnspiele geben im Rahmen der Messe. ja. Also Also, da bin ich selber sehr gespannt. Ich habe nur Entwürfe gesehen. ah ja, okay. Ja, wir sind, glaube ich, alle gespannt, wie das dieses Jahr so wird. Ja, auf jeden Fall. Das, ja, aber wir werden in knapp einem Monat werden wir mehr wissen. Von daher. Ah, ich freue mich schon wirklich drauf, aber es ging jetzt schneller als gedacht. Ja, ich wollte gerade sagen, die Zeit, die rennt. Und wenn wir jetzt schon das Interview abgedreht haben, dann ist wahrscheinlich schon gespielt. Also von daher. Ja, Gefühlt okay. ja. Genau. Ja, schön. Klingt auf jeden Fall so, als wenn ihr ganz viele interessante Spiele dabei habt. Und vor allem auch eine große Vielfalt, ne? Für jeden was Auf dabei. jeden Fall. Wir Sehr haben schön. tatsächlich auch noch eine ganze Reihe Spiele, die jetzt schon erschienen sind. Deshalb habe ich die gar nicht mehr erwähnt. Aber das sind halt unter anderem auch Lacrimosa und My Island dabei. Aber das seht ihr wahrscheinlich alles schon überall online und im Handel, weil die sind schon längst erschienen. Über die muss ich eigentlich gar nicht mehr sprechen. Aber Lacrimosa ist ja auch ein Titel, der auch jetzt quasi so ein bisschen gehypt wird, ne? Ja. Also, kannst du ganz kurz was sagen zu dem Spiel? Genau, ist ein, ich würde sagen, gehobenes Kennerspiel, wo es eben darum geht, dass man die Rolle der Mäzen Mozarts einnimmt. Und zwar ist ja Mozart gestorben und hat die 8 Takte seines letzten Werkes Lacrimosa zurückgelassen. Und in diesem Spiel arbeitet man dann eben dran, dieses Werk zu vollenden. Es ist so eine kleine Reise durch die Geschichte auch so ein bisschen. Und es ist wirklich ganz schön. Ich finde, es ist eine kleine Materialschlacht, aber wirklich noch eine positive Materialschlacht. Wirklich echt ganz schön gemacht, thematisch und wie gesagt, so Kennerniveau, gehobenes Kennerniveau, würde ich fast sagen, ja. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch unbedingt nochmal austesten. Und damit wir jetzt auch alle komplett haben, My Island ist ja quasi so ein bisschen wie My City, ne? Genau, ist so der geistige Nachfolger von My City, auch wieder von Rainer Knizia. Der hat sich einige neue Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel haben wir diesmal Hexplättchen jetzt, also die Insel, die man da baut quasi oder mit der man spielt, ist jetzt aus Hexplättchen zusammengesetzt, was nochmal mehr Möglichkeiten liefert. Und natürlich ist es wieder ein Kampagnenspiel. Du hast wieder 24 Kapitel, jeweils 3 in einem Umschlag, die du nach und nach öffnest und dann Legacy-Spiel. Deshalb verändert sich dann dein Spielplan nach und Und man nach lernt die auch. Regeln nach und nach, ne? Das baut sich Genau, auf. ja. Das fand ich halt bei My City total toll, auch gerade für Gelegenheitsspieler und so. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, My Island ist so ein bisschen anspruchsvoller. Aber auch immer noch geeignet für Familien und auch Gelegenheitsspieler. Glaube, My City haben wir an, ich glaube, 2 oder 3 Tagen komplett durchgespielt. Weil immer, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Ja, deswegen Da will freue man gar nicht mehr aufhören. ich mich. Nee, das stimmt. Ja, schön. Also wirklich wieder viele tolle Spiele dabei. Ja, dann würde ich sagen, war es da schon von meiner Seite.
Ich Dann, danke. wir sehen uns auf jeden Fall auf der Spiel, denke ich, ne? Mhm. Wir können ja auch gar nicht an Cosmos schon vorbeigehen, hast du gerade gesagt. Also von daher. Ja, außer ihr geht auf der rechten Seite vorbei. Ich hoffe, ihr lauft links. Nein. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Und dann seht ihr mich spätestens beim nächsten Video. Alle für Brettspiele. Ein Brettspiel für alle. Bis dann. Dankeschön. Ne? Tschüss. Gerne, ciao.